Jens Reupert vor der Uniklinik in Bochum, wo Gesundheitsminister Spahn gerade eingetroffen ist. Wie läuft der Besuch denn genau ab und vor allem gab es wieder Anfeindungen? Nein, es gab keinerlei Anfeindungen heute für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei seiner Ankunft hier in Bochum. Er ist zu Gast in der Universitätsklinik St. Josef Hospital. Zwei Gründe gibt es, weshalb es so außergewöhnlich ruhig für Jens Spahn gelaufen ist. Ganz anders als zuletzt noch in Bergisch Gladbach. Zum einen die Informationspolitik der Universitätsklinik. Man hat diesen Termin nicht nach draußen gegeben, hat ihn nicht öffentlich gemacht. Man wollte vor allem intern und ganz in Ruhe mit dem Bundesgesundheitsminister über die Corona-Krise sprechen. Man hat selbst den lokalen Radiosender gebeten, heute Morgen nicht zu sagen, nicht zu verkünden, dass Jens Spahn ab 11 Uhr hier in der Stadt zu Gast ist. Und dann hat man vor allem organisatorisch einiges getan, was die Zufahrt des Gesundheitsministers anging. Man hat ihn eben nicht vor dem Haupteingang vorfahren lassen, sondern hat eine andere Einfahrt des Krankenhauses genutzt, ist jetzt hinter mir im Hörsaalzentrum, diskutiert mit Jens Spahn, der wirklich mit einem strahlenden Lächeln hier angekommen ist in Bochum. Er hat gesagt, bestes Wetter, alles ist gut. Also er ist sicherlich erleichtert, dass es hier keine größeren Auseinandersetzungen, keine weiteren Anfeindungen gegen ihn gegeben hat. Und er hat jetzt in jedem Fall sehr interessante Gespräche zu führen. Übrigens im Beisein des CDU-Generalsekretärs Paul Ziemiak, der auch hier heute Morgen mit nach Bochum gekommen ist. Es geht natürlich um die Corona-Krise, es geht speziell um diese Klinik, denn hier hat man zwei Patienten aus dem norditalienischen Bergamo behandelt, die mit Covid-19 infiziert waren. Am 28. März sind sie hier aufgenommen worden. Sie konnten dann später entlassen werden. Also man ist sehr froh, den Bundesgesundheitsminister hier zu haben, mit ihm über die Corona-Krise und die Herausforderungen zu sprechen. Und dann hat vor allem sicherlich Jens Spahn die Hoffnung, dass es auch bei seiner Abfahrt gegen 12 Uhr ruhig bleibt. Hier in Bochum, dann geht es für ihn weiter ins Sauerland zu einem Termin. Er wird sicherlich sehr gespannt sein, wie man sich dort aufgestellt hat, ob dort Proteste zu erwarten sind. Jens Reupert, danke dir nach Bochum.